Wir sind vom Norden nach Mailand reingefahren. Und in diesem Parkhaus sehr zentral geparkt. Unsere Tour begannen wir mit der Besichtigung des Mailänder Doms. Die Tickets haben wir ganz schnell und bequem im Onlineshop gekauft. Hier sind wir auf dem schönsten Dach der Welt. Hier seht ihr, wie die Farbe einzelner Elemente vor der Reinigung war. Die Vittorio Emanuele Galerie liegt direkt neben dem Mailänder Dom. Die Glaskugel ist 47 Meter hoch. In der Galerie befinden sich elegante und teure Geschäfte. Jedes Schaufenster ist eine Ausstellung von sich. Dreimal drehen bringt angeblich Glück. Das berühmte Luini-Lokal mit super leckeren Panzerottis findet ihr in einer Seitengasse direkt am Dom. Unseren Rundgang haben wir nach dieser Karte gemacht. Die hängt fast in jeder Kirche und bei jeder Sehenswürdigkeit.
Das ist das berühmte Theater alla Scala. Hier sind wir am Ende unseres Rundgangs wieder am Dom angekommen.